ECOS, Lütze Communication System, das universelle Gehäusesystem für modulare Aufbauten oder Standalone-Anwendungen. Guten Tag, mein Name ist Dennis Nielsen von Lütze. Heute möchte ich Ihnen das neue Lütze Communication System, kurz ECOS, vorstellen. Das neue ECOS Gehäusesystem ist für Unternehmen bestimmt, die hochwertige Elektronik entwickeln, für die Hutschienenmontage aber kein eigenes Gehäuse haben oder aus Kostengründen kein eigenes Gehäuse entwickeln möchten, wie zum Beispiel in der Kleinserienfertigung. Eine kostengünstige Alternative bietet ECOS von Lütze. Ein IP20 Gehäusesystem, das sich als modulare oder als Standalone-Lösung einsetzen lässt. Oder durch werkzeugfreies Zustecken von Daten und oder Energiemodulen zu einem kompletten I/O-System erweitern lässt. Jeder Elektronikentwickler kann also das ECOS-Gehäusesystem seinem Bedarf und seinen Ansprüchen entsprechend individuell anpassen. Heute wird immer häufiger die Integration von Power- und Datenbus in einem Gehäuse und der Aufbau von Modulen mit unterschiedlichen Betriebsspannungen gefordert. Genau dafür wurde ECOS entwickelt. Die Basis des ECOS-Gerätesystems sind Funktionsträger zur Aufnahme der einzelnen Gehäuse bzw. aufsteckbaren Funktionseinheiten. Diese werden einfach auf den jeweiligen Funktionsträger aufgesteckt. Das ECOS-Gehäusesystem ermöglicht bei modularer Nutzung eine enorme Variantenvielfalt. Es können Daten- bzw. Power-Module mit Einspeisemöglichkeit das System versorgen. Zudem ermöglichen sie den Aufbau eines Daten- und Powerbusses. Die Module sind untereinander tauschbar, sodass sich vier Möglichkeiten ergeben. Mit zweimal Datenbus, mit zweimal Powerbus oder mit einmal Power und einmal Datenbus sowie einmal mit Daten und einmal Powerbus. Die Verbindung zwischen den Modulen muss dabei nicht verdrahtet werden, sondern erfolgt über isolierte Brücken. Der patentierte 4-Leiter Powerbus ermöglicht die feldseitige Versorgung bis 16 Ampere Nennstrom pro Leiter. So können dreiphasige Funktionen mit einer Betriebsspannung von 500 Volt oder auch 24 Volt Applikationen mit einer Strombelastung von 64 Ampere realisiert werden. Die ECOS-Funktionsgehäuse gibt es in vier Varianten. Entweder als Gehäuse mit 35 oder mit 22,5 mm Baubreite. Alternativ mit seitlichen Anschlussklemmen. In Verbindung mit der Einspeisung beträgt die Baubreite dann 57,5 bzw. 70 mm. Die ECOS-Gehäuse sind mit jeweils drei Standardmarkierern ausgestattet, sodass in der Summe 18 Zeichen zur Beschriftung genutzt werden können. Durch 64 frei einstellbare Codierungen ist ein falsches Stecken der Module ausgeschlossen. Über die PE-Kontakte erfolgt die direkte Anbindung an die Hutschiene. Zur individuellen Gestaltung der Gerätekommunikation, wie zum Beispiel der Einbindung von Leistungsmodulen oder einer busfähigen Lastüberwachung, ist der Datenbus mit 12 Datenkontakten zukunftssicher ausgestattet. Als Zusatzservice bietet Lütze kundenspezifische Frontplatten und individuelle Farben zur Umsetzung der Corporate Identity des Geräteherstellers an. ECOS ist ein intelligentes und upgradefähiges Gehäusesystem, welches als Einzel- oder Modularsystem eingesetzt werden kann. Die Gehäusemontage ist simpel. Die Fertigungszeiten sind entsprechend kurz. Alle gängigen Anschlusstechniken wie Schraube, Feder, Push-In und unterschiedliche Anschlussquerschnitte können umgesetzt werden. Der Powerbus kann ein-, zwei- oder dreiphasig mit AC oder DC 500 Volt und mit mehrfacher Energieeinspeisung konfiguriert werden. Der Datenbus für die Gerätekommunikation ist individuell. ECOS verfügt über PE-Direktkontakte zur Hutschiene, eine eindeutige 18-Zeichen-Gerätekodierung und einen Fehlsteckschutz und bietet damit eine hohe Betriebssicherheit. Ausführungen in herstellerspezifischen Farben und Bearbeitungen sind möglich. Mit UL-Zulassung, diversen Brandprüfungen wie V0 und den Zulassungen nach NFF, I2, F2 sowie einem Temperatureinsatzbereich von minus 40 bis plus 85 Grad eignet sich das ECOS-Gehäusesystem für den weltweiten Einsatz, auch unter rauen Umgebungsbedingungen. ECOS von Lütze, offen, modular, universell, das intelligente Gehäusesystem für die Industrieautomatisierung.